Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Nach dem Staffelende von Mist Survival und nach dem Staffelende des ersten Kapitels von The Long Dark kommt endlich ein lang geplantes neues Let's Play, nämlich The Forest. Davon haben wir ja schon in zwei Folgen gemacht. Und ja, läuft wunderbar. Und wir sind hier schon an einem Lager. Wie gesagt, wir haben schon zwei Folgen gemacht. In dem ersten, letzten drei Folge haben wir hier das Lager aufgebaut. Und da haben wir nicht wirklich viel geschafft. Dafür haben wir umso mehr im zweiten Folge von Let's 2 von The Forest 4 geschafft. Da kam nämlich das große The Forest Update. Und wir konnten auch halt, das war falsch, haben auch die drei neuen Unterseehöhlen schon abgesucht und unsere ganzen neuen Baupläne wie das Kreuz, den Sarg, die Kirche, dann diesen Hängegleiter, dann der Turm dazu und ja, die Schildkröten, Panzer, Bahn. Diese Bauteile haben uns schon besorgt, deswegen nicht wundern, wir setzen an dem zweiten Teil vom Let's 2 to the Forest an. Da fängt quasi unser Let's Play to the Forest an. Da beginnt es quasi. So. Deswegen nicht wundern, dass wir schon einige Sachen haben. Wir haben schon eine Kettensäge. Wir haben uns auch schon die Tauchausrüstung geholt. Das macht uns das natürlich ganz einfacher. Und wir haben hier so ein paar Sachen schon erfolgreich gecraftet. Steine können wir schon mal nicht mehr sammeln. Da sind wir voll. So. Zack. C zum dem Hasen aufhängen. So, das würde ich gerne aufhängen. Zack. Wenn das nämlich abnimmt, ist es wieder frisch. Obwohl, das können wir eigentlich mitnehmen. So, wir wollen nämlich... Nein, das wollte ich jetzt... Oh. Zack. Das wollte ich mitnehmen. So, ich weiß nämlich nicht mehr, ob das das Lager, was wir aus dem ersten Teil von Let's 2 erschaffen haben, ob das das ist. Wie sieht's aus? Oh, ich glaube, es wird langsam dunkel. Wie sieht's denn mit Waschbärfell haben wir schon? Muss ich erstmal wieder reinfuchsen. War jetzt auch klein zwischen Let's 2 und dem Let's Play jetzt von The Forest. War schon länger Pause. Vier Hasenfell. Kann man da mehr sammeln? Ich würde gerne mal den Bogen nehmen wollen. Okay. Da hinten flitzt er. Ah, ob es der da vorne? Das war knapp. Hallo? Gut, das war es jetzt sicher. Zack, zack. Nee, ich möchte gerne erstmal den Pfeil haben. Ach, das waren zwei Hasen. Der erste Schuss ist doch gesessen. Nice. Das nehmen wir natürlich mit. So, den Hasen nehmen wir auch mit. So. Und es wird dunkel. Super, ich freue mich. Und wir haben noch keine Unterkunft. Das heißt für uns, wir werden wahrscheinlich in dem Lager da hinten bleiben. So. Wir gucken mal, was es hier noch so Schönes gibt. Batterien sind immer gut für die Taschenlampe. Panzertape ist auch immer gut. Im Notfall hilft immer Panzertape. So. Danke. Gut, dann schlagen wir das hier mal durch den Forest. Sammeln ein paar Rohstoffe, die wir mit einsammeln können. Ja, das ist das Lager. Dieses komische Haus da. Okay. Zack. Pfeil nehmen wir gerne mit. So, wir gucken mal, ob wir Ah.
Ist das vielleicht was Gutes? So, hier haben wir ja auch schon Sachen reingetan. Okay. Aber wie gesagt, das hier würde ich nicht gerne als Lager benutzen. Ich würde gerne ein komplett neues bauen. Okay. Gut, Stücke sind wir auch voll. So, dann tun wir einmal schlafen. So, tun auch gleich einmal speichern. So, zack. Okay, let's go. So. gibt's nichts Neues. Okay. Jetzt müssen wir uns kurz orientieren. Ich würde gerne dieses Bambi mitnehmen. Was so wunderbar gelähmt ist. Perfekt. Okay. Zack. So, da hat man jetzt Fleisch schon aufgegangen. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Und in der neuen Base definitiv dort verbrauchen. Dankeschön. So. Map hat man, glaube ich, auch schon gefunden. Genau, wir sind da. Wir müssten in diese Richtung. Okay. Weil es gibt ja hier ein kleines Boot. Und da am Wasser würde ich doch gerne die neue Base errichten. Weil am Wasser kommt keiner ran. Wir sind nahe diesem Boote. Das ist der heilige Baum, alles klar. Genau. Hinter dem Hügel, da ist das Boot. Da möchte ich gerne die Base hinbauen erstmal. Zack. Zack. So, wenn wir gleich mal die Chance haben, werden wir natürlich das Hasenfell und das Fleisch mitnehmen. Zack. Geht weg von meinem Hasen. Jetzt, den habe ich geschossen. So, zack. Okay. Hasen sind wir voll. Alkohol geht immer. Topf haben wir. Aber gut zu wissen, dass hier auch noch ein Topf ist. Zack. So, und da ist das Boot. Sehr schön. Vielleicht kann man noch irgend... Wie kommt die Koffer hierher? Wow, 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 wow. Langsam. Sehr schön. Wenn man so viel aufnehmen könnte wie Stoff, wäre das perfekt. Zack. Gut, Snacks sind wir voll, obwohl wir Hunger haben. Dann knuspern wir uns einen weg. Dann können wir den wieder aufsammeln. Medizin können wir auch nicht mehr tragen. Ah, die Schildis kommen. Die Schildis. So. Irgendwann treffen wir den Koffer. Immer mit der Ruhe. Okay, perfekt. So, hier haben wir eine relativ kleine Bucht. Das ist eigentlich richtig ideal. Und wie gesagt, die kleinen Monster, die kommen auch nicht zu uns. Wenn wir auf dem Wasser bauen. Heißt, wir sind da relativ safe. Hier haben wir verendete Haie. Ich glaube, vielleicht jetzt auch nicht gerade so schön, oder? Da zu bauen.
Könnt ihr vielleicht zwischen den Steinen zum Boot? Müssen wir mal gucken. Das ist eine Schildkröte, das ist kein Hai, das ist gut. Wir müssen aufpassen wegen Haien. Nicht, dass unser Abenteuer vorzeitig durch einen Hai beendet wird. Ah, das wäre nicht so schön. Ah, zack. Könnte, ich weiß es nicht. Ist die Frage, wie kriegt man das ganze Holz denn hier hin, ne? Weil wir können ja nicht schwimmen. Aber wir können ja mal gucken. So. Baumenü. Wo haben wir das, was wir suchen? Eigener Boden. Hier, Fundament. Das müssen wir, glaube ich, erstmal setzen. Ja, man muss sich erstmal wieder reinfetzen hier. In der Forest. Ja, genau. So möchte man das haben. Nein. So. Ruhig auf die Breite des Bootes das machen. Das sind wir natürlich nicht, bis wir ihn gebaut haben, ne? Zack. So. Erste Fundament steht, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob das soweit passt. 72. Ja. Minimal. Minimalanspruch. Ja, das sieht doch gut aus. Passt auch zum Boot wunderbar. Jetzt müssten wir eigentlich bloß noch bis dort rüber sowas wie eine Brücke kriegen. Beziehungsweise wir setzen uns hier auch ein Fundament. Kann ja hier anschließen. Zack. So. So. Land. So. Zack. Das soll ja bloß ein schmaler Steg eigentlich werden. So. Und jetzt noch dort hinter wieder. So.
Kleinspaltenmaß haben wir, aber das sollte eigentlich, glaube ich, jetzt nicht stören. So, das macht 161 Baumstämme. Naja, dann würde ich sagen, nicht so lang schnacken. Gut, der Steg kostet uns schon 89 Baumstämme. Okay, bevor es da in der Hinsicht weitergeht, hätte ich gerne Nummer 1. Quatsch. 1. Nein, das nicht. Das auch nicht. Das bringt mir nichts. Zack, 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 zack. Auch nicht, auch nicht, auch nicht. Hier vielleicht. Das hätte ich gern. Zack. Und natürlich noch eine Trinkquelle. Wenn es regnet, wollen wir natürlich alles ausschöpfen. Dass wir da so ein bisschen vorbereitet sind. Zack, 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 zack. Das ist auch nicht das Problem. So. Können wir hier nämlich schon mal das Zeug aufhängen? Dann wird das nicht schlecht. Nein! Da soll der Hase hin. Zack. 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 So, das war's. Perfekt. Soda. Okay. Zack. Zack. Dann kommen erst die. Sticky ist immer voll, dann wieder zurück. So, 10 Stöcke haben wir, perfekt. Das heißt, wir können den Wagen fertig bauen. Dann müssen wir die immer wegen 2 Baumstämmen hin und her rennen. So. Was? Man kann Leichen hier reinmachen? Also, das Symbol ist da, aber es überspringt. Okay. Gut. Dann. Zack, auf geht's. Auf geht's. So, den stellen wir erstmal hier hin. Zack. So, Kettensäge haben wir, let's go. Gerade noch Stickies gesehen. Zack. Au. Das tat weh. Zack. 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 So. Fürs erste erstmal sollte das reichen. Wir haben sowieso genug zu tun, erstmal alleine. So.
jetzt natürlich noch keinem Einwohner hier begegnet, beziehungsweise einem Mutanten. Kettensäge ist natürlich immer so eine Gefahr, ne? Dass das nicht überhört wird. So, geh es fallen lassen, perfekt. So. So, auf geht's mit unserer ersten Fuhre. So. Hallo? Jetzt. So, den Steg erstmal zuerst, dann ist es einfacher. Dann können wir sogar mit dem Wagen bis dahinter fahren, wenn der fertig ist. So, das war die erste Runde. Ah, wir haben ja noch ganz viele Baldräume. Wir müssen die Tageszeit echt nutzen. So. Nein. Zack. Falsche Taste. Entschuldigung. Zack. Zack. So, das müsste eigentlich schon, glaube ich, wieder fast gewesen sein. Hm. Doch noch nicht. Zack. Doch, das war's jetzt. Zack. Es wird schon wieder dunkel, glaube ich. Oh Mann. Zack. Gucken gleich mal was. Baumenü. Nein. Schädellampe. Dass wir vielleicht hier was sehen, wenn es dunkel wird. Perfekt. Perfekt. Wenn es nicht anders geht, müssen wir es halt so machen. Zack. Ja, das gibt ordentlich Licht. Sehr gut. Jetzt fehlen uns die Stickies. So. Hallo? Dankeschön. Das nächste Mal bitte schneller. Zack. 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 Zurück. Es wird echt schon wieder dunkel hier. Der Tag ist echt schnell vergangen. So. Hier vielleicht noch so eine Lampe. Aber irgendwann sind auch unsere Schädel alle, ne? Ja. Jetzt und das Harz ist auch alle. Hey, nicht gut. Egal, wir haben ein bisschen Beleuchtung.
Den Rest sehen wir so. Wow! Ich freue mich, es regnet. So. Wenigstens den Steg jetzt hier gleich in der ersten Folge fertig kriegen. Das wäre schön. Auf geht die zweite Fuhre. Stein, Achtung. Denn? Da. Das, was ich was vergessen habe bei unserem provisorischen Lager. Ein Lagerfeuer. So, das reicht hier vollkommen. Das können wir hier drunter bauen. So, schmeißen wir mal Fuffi rein ins Feuer. So. Zack. Gönnen uns hier einen schönen Schweinebraten. Okay. Warm ist uns wieder. Warum trifft das ewig nicht? Oh Mann. Regen ist gut, es füllt die Schüssel wieder, ja? Auf zur dritten Fuhre. Okay, ich höre was, ich höre was. Wir sind nicht mehr allein. Okay. Wo bist du? Komm her. Seid lieb. Okay, die sind nicht lieb. Die wollen wirklich eine Trachtbrücke haben. Kommt mal mit. Da muss ich euch nicht tragen. Autsch. Kein Benehmen, die Leute hier. Komm her. Aber nicht ins Wasser gehen. Ach du Scheiße. Gleich zum Anfang. So viele. Wollt ihr mich verarschen? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Halt mal rein, genau. Das machst du richtig so. Das ist irgendwann mal gut hier, oder? Komm her. Das ist die Ausdauer, ne?
Die verpissen sich, das ist schon mal gut für uns. Das heißt für uns ein schönes Feuerchen hier. Halt, na doch, wir brauchen Schädel. Wir brauchen Schädel. Zack. Immerhin drei Stück. Puh, naja, etwas komplizierter Start, aber was soll's. Wir haben es erstmal immerhin überlebt und wir können auch ich wollte es anlegen, dankeschön. Wir können uns auch neue Knochenrüstung machen. Ist schon mal gut. Und die anderen sind wirklich abgehauen. Was will man mehr? So, komm her. Vorsichtig, müssen wir gerade ins Feuer rennen. Ach ja, das Baumharz fehlt uns noch. So. Und Stoff ergibt Rüstung. Zack. Zack. So. Kriegt man noch eins raus? Ja, ich glaube schon. Perfekt. So. Sehr schön. Okay. Weiter. Ach ja, Baumharz fehlt noch. Könnten, ist hier oben. Der Stein ist noch voll, okay. Gut, das mit dem Baumharz ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ich wollte gucken, ob hier noch Baumstämme sind, aber ob noch wieder welche fallen müssen. Zack. Fällt, perfekt. Müssen wir eigentlich auch Baumharz kriegen. Wenn wir die fällen. Wow, durch, was? Zack. Immer noch nicht. Dann sieht es halt schlecht. So wie jetzt. Zack. Kommt wegen der Baumstämme hier nicht ran. Oh, danke schön. Zack. Zack. Und ich höre schon wieder jemanden. Wo denn? Da. Komm her. Ich habe die Kettensäge in der Hand, habe extra für dich. Sind es die, die vor uns abgehauen sind? So. Die Uganda Boys. Ich wollte eigentlich den Steg fertig kriegen. Dank euch ist das nicht machbar. So, ich hoffe, das Feuer bleibt jetzt an. Sehr schön. Aber das hat weh. Kälteschaden. Autsch. Ja, sehr schön. Baumharz haben wir, perfekt. Dann können wir das noch fertig bauen. Gucken wir mal, ob vielleicht eventuell es reicht. Für hier noch eine. Ja, perfekt. Dann haben wir hier wenigstens einen Gang lang. So. So, es ist immer noch stockdunkel, ey.
Irgendwo da oben kaspert noch einer rum. Zack. Zack. So, das müsste es gewesen sein. Dann war es jetzt. Das ist wieder arschkalt, ey. So, da hatten wir schon die erste Begegnung mit den Ureinwohnern hier. Mit den netten, friedlichen vor allen Dingen. Ich sag dazu jetzt nichts, ne? Hier rückwärts. Nicht vorwärts, rückwärts. So, let's go. Auf zur dritten Fore. Oh Gott. Ich höre sie wieder. Ja, danke schön dafür, Alter. Wo denn? Bist du denn? Das hab ich einfach nicht gesehen hier. Noch so einer. Oh, die Frau. Die Frau ist sauer. Gut, das ist geklärt. Den können wir noch hoch, okay. Perfecto Mundo. Ich sehe schon, wie so. Eigentlich schon wieder über die Zeit. Aber egal. So. So, hört mal, bis das hier zu Knochen geworden ist, sonst ist das schon mal Fujikado. Jetzt sind es geworden, okay. Zack, zack, perfekt, okay. So, dann würde ich sagen, machen wir noch eine Fuhre. Den Steg werden wir jetzt zeitlich nicht ganz schaffen, wie geplant eigentlich. Leider. Dann machen wir ja mal in der nächsten Folge weiter. Was ich noch dazu sagen wollte, geplant sind so immer eigentlich so halbe Stunde Folgen. Und diese Folge wird dreimal in der Woche kommen. Montag, Mittwoch und Freitag. So der aktuelle Sendeplan dafür. Zack. Also wer wir nichts verpassen, wer es noch nicht gemacht hat, gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren. So bekommt ihr, wenn ihr auch die Glocke noch mit aktiviert, sofort Bescheid, sobald es eine neue Folge auf meinem Kanal gibt. Von The Forest oder von einem anderen Projekt auf meinem Kanal. Also würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Kanal kostenlos abonniert. Und wenn ihr dieser Folge natürlich auch ein Däumchen geben würdet, würde mich mega freuen. So, ich bin hier. Bin gespannt, was das wird hier mit der Forest. Wie gesagt, das denke mal, das wird hier auch in mehreren Staffeln unterteilt werden. Wir werden hier, denke ich mal, irgendwann auch mal eine Staffelpause einlegen. Weil was hier einem geboten wird, das ist schon... So, kann ich hier runterschmeißen? Nice, da muss ich hier nicht immer hochfahren. Zack. Ich hoffe, die kriegen wir dann natürlich noch wieder, die Stämme. So. Ja, wow. So war es jetzt natürlich nicht geplant. Auch die falsche Abwurfstelle. So. Ja, super. Ach. So, jetzt. Zack.
Also eine Woche wird das hier locker noch. Wie gesagt, die Folge geht so schon eigentlich. Sind wir schon drüber? Bedeutend drüber. Ist eigentlich schon eine Doppelfolge. Aber zum Start eines neuen Let's Plays auf dem Kanal natürlich nicht allzu verkehrt. Hoffe ich zumindest. So. Die noch. Ich hoffe, wir werden erstmal zumindest ja in der Anfangszeit relativ Ruhe haben vor dem Ureinwohner und vor den Mutanten. Wobei, vor uns, das waren glaube ich 5 oder 6 auf einmal. Das war knapp. Ja, dann kommt der nächste Spast. Meine Güte. Habe ich nicht gerade gesagt, ich hätte gerne Ruhe für euch? Vor allem in der Anfangsfahrt? In der Anfangszeit. Okay, der rennt erstmal durch. Da ist der nächste. 2, ja. Ach. Wenn ich jetzt den Wagen nehme, werde ich mit euch greifen, die von hinten an. Weil die es ja sehen, dass wir abhauen. Ja, ich hör's ja schon. Ich hör's ja schon. Die bleiben jetzt erstmal fern. So. Zack, zack, zack. Am Anfang ist es halt erstmal ein Großprojekt, überhaupt eine Base hinzubekommen. Da wird viel gebaut. Ums Überleben gekämpft. Man merkt es ja. So. Noch 40. Lassen wir die jetzt hier unten. Zack. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja niemals eine ungerade Zahl hier runtergeworfen. Zack. So, ich glaube, 2 wird noch drauf gehen. Wir gucken mal, ob wir noch 2 finden. Wir müssen auch in regelmäßigen Abständen schlafen gehen, damit die Bäume sich wieder regenerieren. Okay. Wir haben alle Baumstämme erstmal von hier oben. Gut. Stöcke sind wir auch voll. Besser kann man es nicht haben. Gut, dann wird das die letzte Fuhre für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann den Steg weiter bauen. Hoffentlich fertig kriegen und dann eventuell das Fundament, wo unsere Base hin soll, dann schon mal anfangen. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt. Wie gesagt, würde mich mega freuen, wenn ihr diesem Video ein Däumchen gibt. Und wer es noch nicht gemacht hat, kann gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke gleich mit aktivieren. So seid ihr immer up to date und bekommt sofort eine Nachricht, sobald es neue Folgen auf meinem Kanal gibt. So, zack, zack. Zack, zack. So, jetzt haben wir natürlich hier, wartet mal, bevor wir das verbauen. Zack. 14 Äste, 7 Baumstämme. Haben wir nicht. Also müssen wir so ein provisorisches Ding hier hinbauen. Damit wir das abspeichern können. Dann verfällt es eh, dann ist es wieder weg. Dann sieht es keiner. Als hätte es das nie gegeben. So, die letzten 2 Baumstämme, dann sind wir am Ende mit der ersten Folge zum Let's Play von The Forest. Wie gesagt, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn du es siehst, lasst doch bitte einen positiven Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns am Mittwoch zur zweiten Folge von The Forest wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit meinem Kanal und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.